zum härtesten Spiel der Super League. Invincible United gegen Iron Tank. Und das heutige Kräftemessen wird noch verrückter als sonst. Der Sieger erhält einen Platz im Super League-Finale. Die Super Strikers haben ihren Platz letzte Woche gesichert und werden das Spiel zweifelsohne genau ansehen. Da hast du recht. Oh, hast du recht. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Diese Typen sind mies. Wir hätten jetzt schon 4 Tore geschossen. Auf jeden Fall. Ja. Oh, bitte, Leute. Die Abwehr hat dieses Spiel im Griff. Hm, die Abwehr. Oh, du meinst die Typen, an denen ich vorbeirenne, wenn ich ein Tor schieße? Automatic nimmt den Einwurf an. Kann United etwas daraus machen? Ich weiß es nicht, Mac. Er ist ziemlich weit weg vom Tor. Das ist nicht gut. Invincible United, dank ihres neuen Stars, Automatic! Ja. Wenn die Super Strikers keinen Weg finden, ihn aufzuhalten, wird es ein automatischer Sieg für United im Finale. Ja, wir sind total erledigt. Aber ihr könnt alles in der Luft aufhalten. Ja, könnt ihr nicht einfach wegköpfen? Kopfbälle helfen uns nicht gegen die langen Würfe. Hä? Wovon redest du da? Eine Flanke oder Ecke braucht Höhe, um eine Distanz zu überbrücken. Aber Automatics Wurf ist tief und heftig. Wie eine Kanonenkugel. Bei der kleinsten Bewegung von irgendwem. Selbst der eigenen Abwehr. Und der Ball landet im Netz. Ja. Yep. Wie eine Kanonenkugel, hm? Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Ja, Coach. Der Typ hat Shakes vielleicht geholfen, aber Defensivkopfbälle sind vollkommen anders. Vertrau mir, Alter. Seine Methoden sind ein bisschen ungewöhnlich. Kraft! Seine Einrichtung ist ein bisschen einfach. Genauigkeit! Und er ist wirklich fordernd. Mut! Aber wenn es um Kopfbälle geht, ist keiner besser als El Arrieta. Der schlagende Widder. Okay, okay. Dieses Training klingt irgendwie knallhart. Irgendwie? Ich bin der einzige Spieler, der es je durchgestanden hat. Shakes hat recht. Wenn euch jemand darauf vorbereiten kann, gegen Automatic zu spielen, dann ist das El Arrieta. Ihr habt eine Woche bis zum Finale. Gebt alles. Du hast Shakes gehört, dass es möglich sein kann, dass der Typ auf uns wartet? Mit einer Kanone? Alles klar. Zeigen wir El Arrieta, dass die Abwehr der Super Strikers für alles bereit ist. Super Strikers, herzlich willkommen. Hier eine kleine Geschenktüte für euch. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wenn ihr lernen wollt, wie man Kopfbälle spielt, müsst ihr 3 grundlegende Fähigkeiten meistern. Erstens, Kraft. Haha. Genauigkeit. Und Mut. Hallo? Shakes,
El Arietas Training ist das Schlimmste. Ja. Der Laden ist ein Freizeitpark. Eine Touristenfalle. Ein totaler Witz. Seid ihr sicher, dass das derselbe El Ariette ist? Denn das Training, das ich gemacht habe, war verrückt. Vielleicht versteht ihr Stürmer die Bedeutung von knallhartem Training einfach nicht. Wenn du mir nicht glaubst, seh dir einfach El Ariettes Absolventenbuch an. Mein Name steht darin als einziger. Wie auch immer. Ha! Wir sind genauso knallhart wie die Verteidiger. Ja, tatsächlich gehe ich jetzt in die Schönheitsfarm, um all diese knallharten Knottern aus meinen Muskeln massiert zu kriegen. Ja, gute Idee. Ich bestell mir meine Hotstone-Behandlung heute extra hot. Komm schon, Alter. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. Brackel, brackel, brackel. Das echte Training? Komm schon. Shakes weiß nicht, wovon er redet. Ich meine, der Typ denkt, dass eine Hüpfburg knallhart wäre. Brackel, brackel, brackel. Okay, in Ordnung. Wir sehen nach dem Buch. Wo denkst du, hat El Ariette es aufbewahrt? Wenn es überhaupt existiert. Und dann machen wir 300 Liegestützen, kämpfen gegen einen Elch. Und wir rennen einen Berg hoch, rückwärts. Wir sind ja so krasse Typen. Also, beantwortet das deine Frage? Nein. Ich fragte, wie Block und North Automatics Einwürfe aufhalten wollen. Ha! Diese Faulpelze entspannen sich auf Ibiza! Verdächtig. Coach würde seinen Verteidigern vor dem Finale niemals freigeben. Völlig egal, Vince. Wir haben ihn. Wir können nicht verlieren. Falsch. Automatics Wurf ist nur der erste Schritt, um unseren Sieg zu garantieren. Und was ist der zweite Schritt? Natürlich Sabotage. Diese Faulpelze entspannen sich auf Ibiza. Und was ist auf Ibiza? Der schlagende Widder. Also, das ist schon besser. Das Buch! Das kann nicht sein! Shakes ist wirklich der Einzige, der bestanden hat. Hey! Oh. Hier ist Betreten verboten. Was macht ihr zwei hier? Wir suchen nach dem echten Kopfballtraining. Das du Shakes gegeben hast. Das ist dasselbe Training, das Shakes erhalten hat. Nur in einer sichereren, kontrollierten Umgebung. Wir haben bald einen unaufhaltbaren Einwurf vor uns. Wir brauchen das härteste Kopfballtraining, das es gibt. Wir brauchen den schlagenden Widder. Sorry, das bin ich einfach nicht mehr. Dein Training war so knallhart, dass es nur ein Spieler jemals beendet hat. Jetzt gibst du jedem ein Zertifikat, der hier auftaucht. Ja, es war einen Versuch wert. Klar, ihr Teufelskerle! Wollt ihr das echte Kopfballtraining? Könnt ihr haben! Nicht schlecht, Teufelskerle! Als die Neuigkeiten über Shakes Training rauskamen, wollte jeder Unterricht haben. Und genau wie ihr beiden waren sie sehr hartnäckig. Also habe ich ihnen am Ende gegeben, was sie wollten. Aber ich hatte bereits mein Meisterwerk erschaffen. Etwas, von dem ich dachte, dass ich es niemals einsetze.
Das ultimative Kopfballtraining. Also, das hat niemand bestanden? Niemand hat es je gesehen. Hey, ich dachte, wir wären die ersten Leute, die hier runterkommen. Das sind keine Leute. Das sind eure Gegner. Willkommen bei den Super League-Nachrichten. Ich bin Rob Ross. Leute... Während North Shore und Block bei der Vorbereitung zum Finale fehlen, ist Gera so selbstbewusst, dass er einen Urlaub auf Ibiza macht. Ha! Dieser Typ bringt uns knallharten Sturm an einen schlechten Ruf. Ich mache Urlaub, wenn ich tot bin. Ja, oder wenn das Wetter gut ist. Oder es gibt Kleidung im Sonderangebot. Leute, das ist kein Urlaub. Das ist Sabotage. Meine Maschine wird euch zeigen, wie ihr euch verteidigen könnt gegen diesen unaufhaltbaren Einwurf. Wenn ihr Teufelskerle bereit seid. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Fass so einfach ein Tor schießt. Dann fang an, uns zu unterrichten. Was sollen wir machen? Hört auf, euch wie Verteidiger zu verhalten. Vergesst die Gegner. Greift den Ball wie Stürmer an. Keine Manndeckung? Aber das geht gegen alles, was wir je gelernt haben. Kein Risiko. Keine Belohnung. Oh, geschlossen. Voll blöd. Also, wo ist dieser berühmte Kopfballtrainer? Keine Ahnung, er hat heute freigenommen. Oder vielleicht gibt er Privatunterricht. Sorry, ihr Verlierer. Aber Invincible United wird diese Saison ganz an der Spitze beenden. Was jetzt, Teufelskerle? Denkst du, wir schaffen es? Kein Risiko, keine Belohnung. Nicht genau das, was ich gemeint habe, aber... Angeber. Nicht schlecht für einen Stürmer, oder? Hey, Leute! Hey. Sie sind zurück! Sieh an! Die Verteidiger tauchen endlich auf! Ihr seid nicht die Einzigen, die ein knallhartes Training gemacht haben. Wir sind auf heißem Belag gelaufen, barfuß. Und haben nur 10 Minuten nach dem Essen gewartet, bevor wir schwimmen sind. Und? Habt ihr gelernt, wie man Automatics Einwürfe aufhält? Ja, es hat sich herausgestellt, dass man den Ball angreifen muss, wie ein Stürmer. Haha, ich habe euch ja gesagt, dass Stürmer die härtesten sind. Block und North können Automatic vielleicht aufhalten, aber ihr werdet alle benötigen, um die Trophäe zu gewinnen.
Eins, zwei, drei. Super Strikers! Also habe ich sie fallen lassen und gesagt, dass wir die Saison an der Spitze beenden. Hä? Deshalb habe ich drei Schritte, um uns den Sieg zu sichern. Oh ja? Wie lautet der dritte? Immer ein Ass im Ärmel zu haben. Okay, Mr. Eimerkopf. Ich habe eine letzte Mission für dich. Willkommen im Super League-Finale. Invincible United gegen Super Strikers. Beide Seiten werden heute super empfangen. Und ich habe auch guten Empfang. United müssen hier die Favoriten sein. Selbst die mächtigen Iron Tank hatten keine Antwort auf Automatics Einwurf. Kann die Abwehr der Super Strikers das besser machen? Das Spiel geht los. Es ist leicht, Invincible Uniteds Strategie zu erraten. Den Ball ins Ausspielen. Und in Automatics tödliche Hände geben. Unübliche Positionierung von North und Block. Ihr müsst einen Mann decken. Ja, das dachten wir auch. Ich hoffe, ihr beiden wisst, was ihr da macht. Und da ist er, der lange tödliche Wurf. Schon. Ja! Beeindruckende Performance von Block und North Shore. Aber es ist mehr nötig, als zu verteidigen, um ein Spiel zu gewinnen, Brenda. In der Tat. Wenn es so weitergeht, geht es ins Elfmeterschießen. Ha! Wird auch Zeit. Alles klar, Leute. Konzentriert euch. Nur noch 3 Minuten. Leute? Sie bringen Ihren Torwart nach vorne? Ein weiterer Mann? Das bringt die Balance durcheinander und spielt United in die Hände. Aber es gibt uns die Chance, sie beim Gegenangriff zu schlagen. Ja, wenn wir den Ball mal wieder kriegen. Und das auch noch schnell. Hat irgendjemand eine Idee? Bist du dir sicher, Alter? Das klingt super riskant. Kein Risiko. Letzte Chance des Spiels. Wird der Torwart den Unterschied machen? Also scheint ihr den Super Strikers Angst gemacht zu haben. North und Block ändern ihre Positionen. Und hier rennt Automatic los. Oh! Was für ein Wurf! Was macht Block da? Er hat den Ball direkt in Richtung des eigenen Tores geschossen. Was? Die Super Strikers hatten das geplant? Also das ist riskant. Wie schnell könnt ihr rennen? Zurück! Leute, schnell! Zurück! Tor! Die Super Strikers holen sich im letzten Moment den Sieg. Oh! Also, wir dachten, dass der Torwart einen Unterschied machen würde. Wir wussten nur nicht, welcher Torwart. Ja. Das hört ihr halt, oder Jungs? Also Leute, ich schätze, das beweist es. Verteidiger und Stürmer sind zart. Torwarte sind die härtesten. Hey, was ist so lustig? So viel zu deinem dreistufigen Plan, Vince. Ich habe nie gesagt, dass es nur 3 Stufen gibt. Wirklich? Was kommt als nächstes? Wenn man sie nicht besiegen kann, schließe dich ihnen an. Wer ist da? Was wollt ihr? Oh,
Nur ein paar ehemalige Schüler. Teufelskerle! Dieser Move war das Riskanteste, was ich je gesehen habe. Also, nimmst du deinen eigenen Rat an und bleibst beim echten Kopfballtraining? Kein Risiko, keine Belohnung, richtig? Ja, genau das habe ich auch gedacht. Willkommen beim Kopfballtraining! Rennt um euer Leben!